Okay. Hast du es Forderung gemacht? senden. Ist jetzt gemacht. Dann kann ich jetzt mir. Und jetzt kannst du einfach Genau. Hannover erobern und nochmal volles Geld fordern. Genau. Ja, kleiner Moment, 3 Tage brauche ich noch. Das wäre erst zurück. Ja. Jetzt. So, also. Ich möchte Hannover, ich möchte volles Geld. Noch irgendwas? Brauche ich nicht, wa? Nee. Tja, jetzt gehört Hannover mir. Ja. So, zu Sieht viele ganz hügelig diplomatische aus. Beziehungen. Wie kann man eigentlich die Menge an diplomatischen Beziehungen erhöhen, die man haben darf? Durch Ideen Theoretisch durch oder Ideen, durch. eine Ich glaube, spezielle es gibt auch ein Ideengruppe. paar. Ich glaube, es gibt auch ein paar Richtlinien, die das machen. Ja, aber aktuell ist das alles noch nicht möglich. Ja, genau. Okay. Richtlinien schaltet man erst Unrechtmäßiges frei, wenn Land man zurückfordern Ideengruppen aus durch hat. Böhmen. Nö, du kriegst dein Land nicht wieder. So, wie sieht es bei meiner aggressiven. So Oh, meine gehört sich aggressive das. Expansion ist ja schon wieder Genau. bald bei Null. Wie schnell geht denn hier die Zeit vorbei? Dann könnten wir ja schon bald wieder Krieg führen gegen Böhmen. Ich Naja, die würde sind gerne auch mal mit kurz die Einwohnern. Rekrute ja ein bisschen aufbauen. So, dann kann ich mal gucken, kann ich irgendwas bauen wieder? Gebäude. Oh, ich kann Schiffswerft bauen. Kann ich in Oldenburg die Gebäude bauen? Lol. Gaius? Wenn Oldenburg Ja, dann was kannst ist, du. was bringt mir das? Dein Vasall Noch hat besser. bessere Wirtschaft und du kriegst Und dann immer ein du. bisschen Geld von deinem Vasallen. Und du hast sie Aber dann geh selber, halt wenn du lieber sie bei dir selbst integrierst. Gebäude bauen. Okay, gut. Gut zu wissen. Das lohnt sich erst, wenn du in deinem eigenen Land keine Gebäude mehr bauen Was kannst. ist denn ein Regimentscamp? Das gibt dir, glaube ich, höheres Armeelimit. Okay. Mal ganz kurz Ja, Pause. genau, das gibt dir ein höheres Limit, richtig. So, ich habe gerade 2 Nachrichten bekommen, muss ich einmal kurz gucken, was ich mache. Ja. Warte mal, wann ist denn mein Waffenstillstand mit Köln vorbei? Oh, Legitimität. dieses Jahr. Das ist ganz interessant, weil die sind mit Pommern verbündet. Oh, das wäre die Chance für uns. Richtig. Dann holst du Köln und ich hol Pommern. Richtig. Lüneburg, Friesland. Das schauen wir uns gleich nochmal genauer an, ja. Oh, ich habe einen bayerischen Kommandanten bekommen. Cool. Hast du mich 50% weniger? Ja, läuft. Nehmen wir den mal rein hier. Will ich jetzt haben? Ich will schon ein bisschen Fuzzi haben. Bringt mir halt mehr militärische Fähigkeit und so ein Kack. Plus 5% Disziplin. Schön, Aber ist hier doch steht ja. geboren in Berlin. What the fuck? Wir müssen eigentlich aus Bayern sein. Oder ist ja automatisch drin, wenn ich darauf geklickt habe. Den Berater? Ja, ich habe gerade einen Berater geschenkt bekommen, quasi. Nee, den musst du schon selbst. Okay, kommt der erst gleich, nachdem wir jetzt die Pause beendet haben, oder? Ach so, ich glaube, ja, ich glaube, der kommt dann erst, wenn ich mich Gut, jetzt nicht völlig weil täusche. Ich ich bin habe mir jetzt nämlich gerade auch einen nicht aus sicher. Berlin, der auch nur die Hälfte kostet. Ja, dann kannst du auswählen, wen du nehmen willst. Na gut, aber der andere kommt halt nicht anscheinend. Dann nimmst du Egal. einfach den. Ja, halt mehr mehr militärische Macht halt pro. Das wäre schon wert. Gut. Okay, dann konzentrierst du dich also auf Köln und ich würde mich um Pommern kümmern. Genau, jetzt warte mal, jetzt schaue ich das mir mal alles an. Ich muss noch ein paar Monate warten, bis mein Waffenstillstand vorbei ist. Im Oktober, einen Monat. Im Oktober geht das. So, warte mal, Pommern, mit wem sind die verbündet? Mit Lüneburg und Friesland dann noch, okay. Das sollten wir aber hinbekommen. Aber wenn ich da Genau. den Haken rein, wenn ich den Krieg erkläre, dann dürfte ja Polen normalerweise nicht dazu kommen. Oh, schau übrigens mal nach Osten. Ja? Polen. Polen-Litauen. Oh fuck. Oh Oh ja. Ich will jetzt mal fuck. keinen Krieg erstmal gegen die machen. Ja. Erst wenn Moskau stark genug ist. Die sollen ruhig mein Verbündeter bleiben. Alles, das ist sehr gut. Oh fuck. Aber kannst du noch mal kurz schauen, wenn du jetzt Pommern den Krieg erklärst, ob die immer noch diese Warnung haben? Nur mal interessenshalber. Sie würden höchstwahrscheinlich akzeptieren, ja, steht drin. Die Polen. Ja, Polen-Litauen. Okay. Ja, dann werde ich den Krieg erklären. Das müsste eigentlich hoffentlich, Den wenn alles Anspruch gut habe ich ja läuft, noch. aufgehen. Weil wenn der Krieg gegen Polen-Litauen wäre, dann sind wir halt am Arsch. Dann können wir das Let's Play an der Stelle beenden. Oder wir versuchen schnell Frieden noch reinzuholen. Ja, das ist nur in der. Also wir müssten der KI Land geben. Und das geht auch nicht sofort. Wir müssten erst einen harten Krieg führen, die machen uns erst fertig und danach sind sie bereit,
unser Angebot von 5 Provinzen oder so anzunehmen. Das ist immer sehr hart bei denen. Gut, ich habe ja so ein paar Provinzen, die ich eigentlich opfern könnte. Ratibor und Liegnitz und Glogau und Niederlausitz ist nicht ganz so. Findest du nicht so geil? Ist aber Schlesien. Ja, Das willst du ja eigentlich auch haben als Brandenburg. ja, natürlich, ich hol's ja wieder. So einfach ist Ich es. speichere nur mal kurz. Ach, dass wir laden können. Du Hund. Sicher ist sicher. So. Und dann gewinnen wir noch den Köln. Krieg gegen Polen, das wär's ja. Leute, meine Gains sind immer so weit mit Admin Tech hinterher, dass die erst 1550 oder so gründen. Wir sind gar Ach nicht so weit so. von 1550. So, ich hätte gerne Nassau. Brandenburg rufen wir dazu. Pommern habe ich den Haken reingemacht. Gut, ich konzentriere mich erstmal gleich voll auf Pommern, ja. Ja, und ich konzentriere mich auf Köln. Das Problem ist, die haben natürlich auch noch ihre Verbündeten. Also leicht wird es auf jeden Fall nicht. Ich habe leider keine weiteren Verbündeten, die mir aktuell helfen können. Aber ich habe ja Ja, noch Baden. Oldenburg ist ja noch da mit 3000 Mann. Und ich habe Baden noch mit 4000, also alles gut. So, auf nach Pommern. Auf nach Frankfurt. Wir suchen die Schlacht. Ach, der haut ab, der Hund. Ha, können die wahrscheinlich wipen. Haben sie nicht mehr geschafft. Ja, wir haben die gesamte Armee von 8000 Mann vernichtet. Nice. Werde ich glaube auch noch gleich die Armee von Köln wipen. Warte mal. So, meine Armee macht jetzt gleich die pommerische Armee platt. Nicer Wann Scheiß. komme ich an? 30. November, da warte ich noch einen Tag. 1. Dezember, perfekt. Dann greife ich in Mainz an. Haha, die Kölner Armee ist bei mir reingerannt. So. Wieso habe ich so Geh mal viel? hier in die Festung rein. Leute, gibt's gleich die nächste Schlacht. Gleich hinterhergeschmissen, ey. So, bei dir alles gut? Ich kann wieder Ja, sieht gut aus, weitermachen. sieht gut aus. Du kannst ja selbst pausieren, wenn irgendwas Wichtiges zu Ja, machen ist. jetzt ist eigentlich ganz praktisch. Jetzt muss ich einmal kurz meine Armeen hier ein bisschen aufsplitten. Ja, ich muss auch gerade ein paar Sachen Weil machen. ich die jetzt losschicke und einzelne Provinzen hier einnehmen lasse. So, 9000 Männer müssen übergeben. Halt, das war zu viel. Oh, warte mal, das ist 6-7. Festung, da gehen wir vielleicht nicht hin. Es Ah, der gibt auch rekrutiert nichts sie über gerade. Tee. Nein, machen wir das wieder nicht. Sollte ich noch einen General mir holen? Was könnte ich denn über die Stände holen? Nee, ich kann gar keinen General holen. Hast du mehr als 40 Einfluss habe Armeetradition? ich nicht. Nee, ich meinte Armeetradition. Das weiß ich jetzt auch nicht. Weil wenn du mehr als 40 hast, lohnt sich das von da Nee, einen General zu holen. 31 nur. Okay, dann kann das vom Adel besser sein, weil die kriegen, da kriegst du immer einen mit 40 maximal. Mit Ah, okay, 40er gut zu wissen. Tradition. Wobei der LOL. manchmal auch ziemlich scheiße sein kann. Ich habe jetzt nochmal 580 Dukaten. Woher hast du die? Ich habe gerade. Oh, Friesland ist hier. Kacke. Als Event oder was bekommen? Es gibt einen für Paradox, für alle Paradox-Titel und für allen für EU4 auf dem Oh je, oh je, Discord. jetzt verrecken ein paar Soldaten von mir. Die haben ganz schön viele Festungen hier, die Stralsunder. Ach, du willst hier gegen Friesland marschieren oder was? Ah, nee, das mal lieber sein. Ich bleib jetzt in. Hier in. Kolberg. Ja, die haben mir gerade ein paar Soldaten ja geknüpft. Ach Ich denke so, mal. okay. Ich denke mal, das sollte trotzdem reichen. Nee, ich habe gerade irgendein So. eigenes gehabt, wo ich 280 bekomme, aber ich könnte die Institution fördern, fällt mir gerade auf. Das sollst du dann. Oder warte mal ganz kurz. Das kostet Kann mich ich ja mir nur das. 530 Dukaten. Kann ich mir das bei dir mal anschauen? Ich werde das jetzt mal noch nicht machen mit dem Fördern. Wenn du Ich es habe genug fördern Kohle. kannst, kostet es dich meistens dein ganzes Geld. Genau, und ich hätte jetzt Ja. noch ein bisschen gewartet, bis nach dem Krieg zumindest. Ja, warte doch noch ab. Aber wenn deine Diploma, also deine Macht über irgendwie 1000 oder so steigt, also über das Maximum, dann musst du Bescheid sagen. Okay. Süßen, ich wünsche euch eine gute Nacht, viel Spaß beim Spielen und du gehst bitte Hallo, später Sir zum Support Spielen. Salord, sei Ja, gegrüßt. ungefähr. Supporzelot ist auch ein geiler Name. Ja, Sir treuer Supporzelot. Unterstützer. Treuer Unterstützer und Kanalmitglied hier. Super Sir Lob an dem Friesland hat Support-Banner Glogau übrigens. besitzt. Alle, die bei Ja. mir Was machen wir jetzt eigentlich mit den Frieden? Boah. Kanalmitglieder sind auf dem YouTube-Kanal, haben das besondere Ja. SPQR-Banner von Gaius Julius Caesar, was im Chat hier angezeigt wird. Ich weiß gar nicht, wo die ist, wo die Sachen dafür sind. Okay, gut, mache ich.
Gut. Ich sollte mal mein YouTube-Profilbild ändern. LOL! Pokémon hat einfach mal eine Rebellion jetzt bekommen. Mit 11.000 Mann. Ja. Stettin. Das ist nicht schlecht. Und Niedersachsen macht. Hier, Sachsen-Friesland macht jetzt gerade breit bei mir unten. Google-Konto. Mir fällt gerade ein. Ach, scheiße, ich kann keinen Anspruch fingieren im Krieg, sonst hätte ich doch von Friesland mir ausholen können. Nee, kannst du nicht mehr machen. Hast du vorher dann. Nee, macht keinen Sinn bei Friesland. Wäre zu teuer von der aggressiven Expansion, weil da haben wir keinen Haken rein. Da konnten wir gar nicht. Glaub mir, Pommern wird teuer genug sein. Oh, ich habe lauter Rebellionen, die jetzt hier kommen durch den Protestantismus. Ja, Pommern hat auch ziemliche Probleme. Religiöse, genau. Oh, fuck, der fickt der hier gerade meine Armee weg mit seinen Rebellen, ey. Also, die Armeetraditionen sind wichtig, Million Gang. Defensive würde ich als erstes nehmen und dann später Qualität. Für was Armeetradition wichtig ist. Ach so. Das für die Qualität der Generäle, das hatte ich bereits geschrieben. Und ich glaube, es beeinflusst auch die Moral so ein bisschen. Eine Armeetradition, je höher deine Armeetradition. Ich habe nur so. 15.000 Provence. Ach, die sind im Krieg mit Holland oder was? Fürbild festlegen. Sagte ich schon, dass es da eine Schlacht gibt. Also es gibt eine Schlacht, aber ich bin also keiner kämpft gegen. Jawohl. Unser Agent wurde entdeckt. In Braunschweig kannst du Verteidigungserlass übrigens reinmachen bei dir. Ja, danke, dass du es sagst. Hab ich ganz vergessen, hau mal einen Verteidigungserlass rein. So, 18 Zuschauer immer noch, 35 Likes aktuell und bisher 5,4 Euro Spenden. Ja, cool. Mich. Cool. Ey, ich musste aber irgendwann hier diese Scheißsteine nehmen. Die haben einfach mal drei Festungen. Es dauert ewig, bis man das schafft, was zu erobern. Das wird dauern, ja, das glaube ich dir. Hä, wo ist die dritte Festung? Stettin, Sternberg und? Daneben hier, Greifswald. Da ist eine Festung? Nee, da ist keine Festung. Was ist dann? Nix, normale Provinz. Da ist ein Burgzeichen drauf. Das ist nur wegen Stettin so, glaube ich. Ach so, okay, gut. Weil es ist nicht eine Mauer. Das ist nicht eine Mauer, das ist richtig so ein Turm. Ja, aber ja, du kannst Linksklick mal drauf machen. Nee, stopp. Hä, hab ich mich vertan? Warte mal. Nee, genau. Bei Kolberg, wenn du Linksklick auf Provinz anzeigen machst, dann siehst du rechts, steht Burg mit einer 2. Bei Stettin steht nichts dabei, weil es ist die Heimatstadt, die ist immer eine Festung. Und bei Greifswald steht aber keine Festung dabei. Wie läuft es eigentlich in deinem Krieg da unten gerade? Ja gut, ich habe jetzt gerade Frankfurt besetzt. Warte mal, wer ist als nächstes dran? Dann ich habe hier oben gerade so ein bisschen viele Soldaten und habe Sorge, dass ich bald überrannt werde. Ich meine, ich habe zwar 17.000 Mann, aber... Naja, jetzt auch bist du bei 14%, jetzt kannst du auch noch den Rest durchhalten und danach... dann schauen, wie es weitergeht. Kann ich den nach Köln? Nee, schaff kann ich nicht, okay. Ja, aber Baden belagert jetzt hier wenigstens Stettin. Ich belagere jetzt mal Köln. Kölle, Olaf. Hallo Odin Müller. Oh fuck, ihr seid so von Corny mal zu dir reingeschaut und jetzt mal den Stream geliked. Hey, sicher, ist willkommen. Liebe Grüße von mir an dich. Freut mich doch, so, Odin Müller. So, Kolberg ist durch. Da fällt mir auf, ich habe ja selber noch gar kein Like da gelassen. Ja, hallo, das bin ich mal gar nicht hier. Aber welcher Bastard hat eigentlich den Dislike da gelassen? Ja, keine Ahnung. Hallo? Ist kein Wasser, aber jetzt gibt's gleich die nächste Schlacht hier. Kann ich. Ach, du hast Kolberg schon erobert, sehr gut. Ja, jetzt geht's nach. Jetzt habe ich hier 21.000 Mann gekämpft gegen Friesland. Ja, aber du hast nicht so viel Moral. Was ist denn da los? Hast du schon wieder eine Schlacht gehabt vorher? Ja, ich habe gerade jetzt ein paar Schlachten schon gehabt, aber das sollten wir eigentlich packen. Okay. Ich habe ja Moralbonus, darf man nicht vergessen. Ja, unten in diesem. Mein Befehlshaber ist gestorben. Oh. Dann solltest du mal jetzt ganz schnell einen neuen General dir holen. Ja. Warte mal, wie war das? Dein König oder dein. Wer? Nee, ist ein ganz gewöhnlicher General. Dein Nachfolger ist besser als dein König, oder? Warte, mal rein. Ja. Ja, ist besser als mein Vier, König. Soll dann hol dir doch deinen König als General. Okay, wir machen das mal so. Anführer. Anführer hält bei 3 bis 9 Würfelpunkte. Zack. Ja, Anführer bestätigen. So. Gut, dann können wir jetzt nach Team gehen mit der Armee. Dann passt das. Hey, willkommen zurück, Luca.
keine Turniere, verdammt. Ah, ich zieh mich lieber mal zurück, das ist mir sonst zu unsicher. Oh, ein Verteidigungserlass mal in Berlin rein hier. Halt was kommt. Oh, ich Idiot. Ich hab meine Kanonen bei der falschen Armee. Oh je. Ei, ei, ei. Wundert mich schon, wieso die Belagerung so lang dauert bei Köln. Braunschweig fällt übrigens bald. Ich weiß. Aber bleib du bei Stettin, ja, ja. Ist das egal. Ich komme mich hier nicht dazu. Also die sammeln sich halt alle bei mir in Bamberg. Ja, ja, mach erst Stettin fertig. Ich mach Köln fertig. Weil wenn du ganz Pommern schon besetzt hast, können wir erstmal diesen Separatfrieden vielleicht mit Pommern schließen. Ich habe gleich einen Rebellenaufstand in Braunschweig. Soll ich den passieren lassen oder über sein? Lass den passieren, ja. Wieso? So 13.000 Mann halt. Ja, die Festung ist ja eh besetzt. Vielleicht hilft es sogar noch gegen die Feinde. Ich kann gleich die nächste Militärtechnologie mir holen. So, 21% haben wir hier in Stettin. Meine Rekrutenserie geht langsam wieder runter. Ich muss aber bald wahrscheinlich protestantisch werden, ja? Oh shit, damit. Oh shit. Oh shit. Ah, verdammt, ich hatte gehofft, dass das nicht passiert. Damit ist dieser Stream nicht mehr werbefreundlich. Die Schlacht da unten war mit der niedrigen Moral, oder wie? Ja, weil man den Streams ja auch werben gestellt. Oh nein. Ey, du hast ja schon Musketiere, ey. Cool. Ja, bringt mir jetzt nichts. Ich verliere jetzt meine ganze Armee. Die ganze? Wegen dem Fehler. Ah. Meinst du, kannst du gegen die 4000 gewinnen? Nein, nicht mit dieser Moral. Oh, ist das schlimm. Dann darfst du gleich neu ausheben, wa? Brauchst du Kohle? Ich würde gern fliehen. Wann kann ich denn fliehen? 8. November, ja gut. Pff. Ah, es war dumm, das jetzt zu machen. Aber fliehen kann ich, glaube ich, ja. Immerhin kann ich fliehen. Immerhin ist meine Armee nicht ganz down gemacht worden. Aber jetzt erobern die natürlich in Koblenz alles zurück. Mehr als ungünstig. Das hätte ich alles vermeiden können. Naja, egal. Wieso ist deine Moral eigentlich so runtergegangen? Weil ich neue Truppen aus... Immer wenn man neue Truppen auswählt, also Musketiere in dem Fall. Ah! Das war alles. Gut, okay. Freischützinfanterie heißt die. Geht die Moral erst runter, bis die sich dran gewöhnen. So, Köln haben wir gewonnen. Stettin muss doch mal bald hier fallen, ey. Da fehlt doch nicht mehr viel. Da geht doch gar nicht hier. Willkommen zurück, Odimela. Ja, kann ich verstehen, Lukas. Alles okay. Mach kurz Pause. Und Odimela findet es einen super Stream, ja. Ich kann den Dislike nicht verstehen. Nachvollziehbar. Boah, du bist ja 71%. Holy shit. Was 71%? Bei deiner Belagerung in Stettin. Ja, eben. Dauert ja echt ewig. Ja. Aber jetzt müsstest du sie eigentlich haben bei 71%. Moin moin, der Gaming-Junge. Sei gegrüßt. Mensch, bist du neu? Oder nein, er ist mit Perwoll gewaschen. Dein Name sagt mir jetzt nichts aus. Es ist immer noch nicht gefallen, hier die Festung. Ja. Die will nicht. So. Illoyale Stände gibt es. Ah gut, das sind 39%. Die sind gleich wieder fit. Das wird schon mit dem Adel. Und, Fels. Immer noch nicht. Hoffe ich gewinne. Ich bin jetzt auf 64% gefallen wieder. Du musst das nach geht. Man kann deine auf 3 bringen. Man kann bei einer Belagerung zurückfallen? Jetzt wieder auf 71. Weiß ich gar nicht sicher, ob es geht oder nicht. Jetzt haben wir es geschafft. Jetzt geht's nach Greifswald. Teilen mal die Armee. Ich wollte gerade sagen, halt die Armee in jeder einzelnen Stolp, Greifswald, Stralsund einfach 1000 Mann und die Haupt- oder nach Greifswald und Stolp 1000 Mann und die Hauptarmee nach Stralsund, weil da marschieren 1000 Pommern hin. Wag es, meine Heimatstadt zu belagern. Doch, die werde ich jetzt vernichten. In Grund und Boden brennen. Thüringen ist gefallen, nein. Verdammt. So, die Friesen sind in Sachsen gerade und die ziehen ab. Oh, die hätten jetzt eigentlich Sachsen holen können, aber gut. Ah, deine Rebellen kämpfen gegen die Pommern. Ja, geil. Aha. Schau, ich hab doch gesagt, die sind noch nützlich hier. Ja, ich merk schon. So, jetzt hol ich mich Stralsund. So, ja. Du musst nach dem Krieg deine Stabi auf 3 bringen, sonst bekommst du riesige Mali. Okay.
Schau mal auf Rügen vorbei, da gibt's gute Ferienresorts. Ja, ich bin neu, aber was? Ja, ich bin neu, aber auch neu im DC, heiße da. Achso, im Discord. Heiße da Kekstobi. Ah, alles klar, der Gaming-Junge. Na dann, willkommen. Ey, mittlerweile schon 12 Zuschauer hier bei mir. Ich find's ja cool, dass immer noch so viele da sind. Vielleicht kommen ja auch mal ein paar von Gaius vorbei. Könnt ihr gerne mal rüberschauen. Ja, schaut doch mal bei Conny vorbei. Und warte mal. Oh, ich wollte jetzt mal schauen, ob wir hier Frieden schließen können mit Pommern. Dass du deine ganzen Gebiete bekommst. Ich bin noch nicht durch. Ich brauche Streisand. Ja, wir sind bei 99%. Das reicht in der Regel aus. Du musst es mal selbst nachschauen. Mir mal sagen, wie viel das alles an aggressiver Expansion für dich kostet, weil das wird mir immer nicht angezeigt. Kann ich nicht. Ach, du musstest bei Köln Frieden machen und dann Pommern. Okay, also mit Köln sprechen, Frieden verhandeln. Ja. Und dann mal schauen, ob du dir alle 5 Provinzen nehmen kannst und wie viel das kostet. Klef kann ich mir nicht nehmen. Ne, nicht Klef. In Pommern meine ich natürlich. Ach nee, du kannst nicht alle nehmen. Nee, ich kann mir Stralsund nicht nehmen. Geht nicht. Ja, gut so. Und ich hätte 67 aggressive Expansion. Oh, das wäre auch zu teuer, okay. Schau mal, ob du das, also alles wieder zurückklicken und ob du dann mal auswählen kannst, dass die dein Vasall werden. Die sind halt recht groß, das könnte ein Problem werden. Dass 53 aggressive Expansion. Gut, du hast halt Oldenburg schon als Vasall. Koalition gegen mich durch Pommern, Lübeck, Bremen, Dithmarschen, Hamburg, Lüneburg, Verden, Friesland und Böhmen. Ja, oh, und Böhmen, nee, das ist zu viel. Also das wäre, wenn du nur einen Vasall machst, ohne was zu erobern, oder? Hallo Fabrice, ja, ohne zu erobern. Oder hättest du dann diese Provinzen außer Stralsund erobert? Nee, die habe ich nicht. Okay, nee, gut, dann müssen wir es so machen. Wie viel aggressive Expansion? Ach nee, wenn du die 4 Stück hast, außer Stralsund, hast du 67, oder? Ja. Okay, dann musst du noch auf. Dann sag mir mal, welche bei deinen Missionen, welche du da brauchst. Geh mal oben auf deine Flagge. Mhm. Und dann von links der 8. Reiter in der Mitte. Brauchen wir schon Nachfolge wahrscheinlich, oder? Genau. So, alle Provinzen im Gebiet vor Pommern. Alle Provinzen im Gebiet hinter Pommern. Was davon zu. Oder ne, brauchst du beides oder nur ein was davon? Hier stehen beide halt drin, ich muss beide halt haben. Ah ja, gut, dann ist es eh egal. Ja, welche willst du dann haben, weil dann kannst du dir ja nur 3 Stück leisten. Du kannst ja mal selbst rum experimentieren, wo du gerade so unter der Grenze von 5, also unter der Grenze einer Koalition bist. Mhm. Stettin also, ist halt sehr teuer, ne, wegen Entwicklung. Ja. Die Stadt ist sehr groß. Kannst du eigentlich auch Stralsund auswählen, wenn du Stettin nein, nicht wählst? Kann ich nicht. Stralsund ist nicht meine Liste. Nö, dann machen wir das mal schnell. Warte mal kurz noch, bis du das besetzt. Und meine Rekruten selbst wieder schön runter auf nur 1000 Mann. Ich habe für Stralsund nur 2 Fußnoten in der Geschichte gefunden, die interessant sind. Zum einen, dass unsere Stadt die einzige war, die Wallenstein widerstanden hat im 30-jährigen Krieg. Mhm. Und dann die Tatsache, dass der Schwedenkönig Karl XII. Mal kurz hier überwintert hat während seinem Rückweg aus der Ukraine zurück nach Schweden. Wow, spannend. Ey, das steht auf einem unserer Autohäuser, das früher mal eine Festung war. Okay. So, jetzt schauen wir nochmal nach. So, schauen wir nach. Ja, also Stralsund, Stolp und Kolberg könnte ich jeweils 40 aggressive Expansionen, hätte eine Koalition gegen mich. Was hast du da für eine? Pommern, Lübeck, Hamburg und Lüneburg. Ja, das wäre akzeptabel. Das sind jetzt aber auch nur 3 Provinzen. Genau, es wären jetzt Kolberg, Stralsund und Stolp. Kolberg, Stralsund und Stolp. Genau. Ja, macht auch Sinn, würde ich sagen, weil dann schränkst du Pommern in dich ein. Das ist eigentlich nicht schlecht. Gut. Hinter Pommern. Ah, okay, das wäre nicht. Oh, haben die viel Kohle. Ja, so ein Verträge dann aufkündigen wahrscheinlich, ja? Nee, du machst keinen Frieden. Um Himmels Willen. Ja. Ich muss den Frieden schließen. Eieiei. Ja, sorry, das wäre ein Noob. Das wäre jetzt schief gegangen. Kurz vor einem Kapitalverbrechen. Also Pommern. Die neben der Uckermark. Pommern tritt Stralsund, Kolberg und Stolp an Brandenburg ab. 130 Dukaten. Kriegsreparationen. Verträge aufkündigen. Dann brauche ich ja jetzt bald eine Flotte. Mit Friesland. Naja, also warte mal, er sagt, wenn ich jetzt hier Uckermark, Greifswald und Stralsund hätte, ich gleich einen Start.
Würde passen. Ja, Vorpommern. Das ist auch richtig. Du könntest das Vorpommern auch abändern. Dann machen wir das mal, oder? In der Ückermark. Willst du dann wegnehmen? Kolberg oder ich guck, du dann ich Kolberg guck mal wegnehmen? Rein. Ich guck mal rein, was sich hier lohnt. Ja, schau es nochmal dir an. Wir haben Köln, Frieden verhandeln, Pommern. So, wenn wir jetzt mal Greifswald mit reinnehmen, hätte ich aggressive Expansion 51, dann wären wir alle gegen mich. Wie sieht es aus, wenn ich jetzt Kolberg rausnehme? Hätte ich 39. Wieder sogar weniger. Aber oh, da wären wieder ganz schön viele drin in der Koalition gegen mich. Hä, hey, waren es nicht vorhin mehr und wenige aber Leute nur in der Koalition? Ist ja komisch. Ja, also hier wahrscheinlich, weil Kolberg weiter weg ist von den anderen. Wahrscheinlich. Tu mal das kurz austesten, ob das jetzt, wenn du wieder Kolberg nimmst und Greifswald nicht, ob dann wieder weniger in der Koalition sind. Ja. Dann nimm's lieber so. Okay, gut. Also ich mach's für dich, aber dann machen wir es lieber so. Okay, also Stralsund, Kolberg, Stolp, maximales Geld, genau. Kriegsreparationen. Ich würde fast das Bündnis mit Köln und Friesland lassen, weil das ist ganz gut, dass wir dann, falls die mal starke Verbündete haben, können wir das. Stimmt. Jeweils über die anderen dann da kämpfen, aber das gut, Lüneburg könnte ich vielleicht aufkündigen. Lass es, sonst frisst Polen, Litauen, Pommern, sagt Turm Artimus. Ja, ja, die großen Bündnisse will ich deswegen ja auch lassen. Wobei Polen, Litauen kann Pommern nicht fressen, weil es ja von Brandenburg dann ja, das umschlossen ist. Also ich tue nur das Bündnis mit Lüneburg noch wegmachen und dann passt es, denke ich. Ach, Preußen wird heute wohl nicht mehr gegründet. Nee, heute nicht mehr, keine Chance. Ah. Bist du Polen? Also... Das wird noch ein paar Streams dauern. Da bräuchte er ja noch Königsberg für. Bin ich auch nicht so weit weg von. Aber da müssen wir halt noch Polen. Ja, treffen. Aber Polen steht dazwischen, ne, mein Freund? Polen. Was ist denn ein Polen? Falsch, Polen, Litauen. Wollte ich ja gerade sagen. So, dann gehe ich jetzt mal nach Sachsen und kämpfe gegen die Friesen, ja? Warte mal, Sachsen. Hier da unten. Dann wären die Friesen weg. Ja, genau. Ja, mach das. Ich belage gerade eine Festung zurück. Gaius? Wann treffen wir uns morgen eigentlich zur Aufnahme? Ich glaube, es war 16 Uhr gesagt, oder? 16 Uhr erst die Aufnahme? Ich dachte, wir machen mittags die Session. Nee, das ist nachmittags. Das aber wurde doch geschrieben. Schau nochmal in Torrens Channel. Ja, okay, aber ich meinte jetzt wir für unser Video dann. Achso, musst du schon dazu sagen, ja, vorher dann. Also halt so um ja, 13 oder 14 Uhr dann. Holz, jetzt laufen deine blöden Rebellen in mich rein. Ich sehe es schon. Du wolltest sie noch da lassen. Ich hätte was gegen tun können. Ja. So, die Vorhin Schweden brauchen halt dringend im Krieg einen Brückenkopf und der war sogar fest. Achso, Uli Müller erzählt was über den 30-jährigen Krieg und dass Stralsund eine Festung war, ein Bollwerk. Das glaube ich, ja. Ja, weil die Schweden dort. Wer ist aktuell Kaiser, fragt Sir Porzalord. Warte mal kurz, ich habe hier gerade. Im 30-jährigen Unruhen. 20 Regimenter heben sich in Kassel. Juhu. Oder Kostenstabilität plus 50% Toleranz plus 1. Also lieber Rebellen oder lieber Ja, du müsstest langsam protestantisch werden. Das geht aber, glaube ich, nicht im Krieg. Ja. Warte mal, wo würden die sich in Kassel? In Kassel. 20.000. Und was wären das für welche? Regimenter heben sich, aber intolerante Gesellschaft. Aber was für Regimenter? Steht das dabei? Steht nicht drin, nee. 20 religiöse Regimenter. Ha. Kann man deren Forderungen nachkommen, dass man dann dadurch protestantisch wird? Weiß ich gar nicht. Warte mal kurz. Geh mal zu den. Ich kann ja mal gucken, wo jetzt die hier für Kassel sind. Ja, die sind. Das, also Kassel ist schon protestantisch. Maßnahmen. Forderungen nachkommen. Protestantistisch ist nun die Staatenreligion von Brandenburg. Könnte ich machen mit den jetzigen Rebellen, die ich habe. Hey, du hast schon Rebellen? Ich habe, die sind noch nicht da. Aber ach so. Auf dem Weg. Warte mal, das könntest du machen. Oh, das wäre natürlich auch interessant. So, Moritz sagt, ich sollte definitiv das zweite nehmen, weil 20.000 zu viele sind für meinen Stand. Ja, ja, klar, aber jetzt warte mal. Vielleicht würde sich das Problem erledigen, wenn er protestantistisch wird. Warte mal. Normal kostet das ja normal 50 Prestige, wenn man über den üblichen Weg wechselt. Aber vielleicht ist es jetzt in dem Fall nicht so. Weiß das jemand? Ich weiß es nicht, aber 50 Prestige habe ich offen. Ich habe 52. Ja, okay. Und es sind protestantische Fanatiker bei dir, oder? Ja. Dann würde ich den Forderungen mal nachkommen.
Dann drücke ich mal auf Maßanforderungen nachkommen. Ja.